So, guten Morgen, Kinners, RDLP hier und ja, willkommen zurück zu Sometimes Always Monsters und willkommen zur Übernachtungsparty von, wie heißen die? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Hier, Throw the Candles, das ist die Claudia bestimmt. So, give me a second, I'll light a few. Ja, hast du ein Feuerzeug dabei, du Kettenraucherin? Ja, hat sie. Boah, ist das romantisch. Ja, stell das Feuer auf die Pappkartons. Das ist eine super Idee. Sehr, now we can see again. I don't know about you, but I'm already pretty tired. Ja, ich dachte, wir saufen jetzt. I'm going to go get comfortable. Okay. Uhuhu. Nein, nein, ich wollte noch schreiben. Jetzt gibt's Lesbo-Action. Okay. How often do you think about... Oh, geile Gespräche. Oh, ich stehe auf das Spiel gerade. How often do you think about the scariest moment of your life? Scariest moment? Was war denn das bei mir? Wenn ich überlegen muss, hatte ich wohl keinen. Mir fällt gerade echt nichts so ein. Ich weiß es nicht. Was war denn mein... ängstlichster Moment? Mir fällt echt nichts ein. Jetzt mal ohne Spaß. Wann habe ich mich denn mal richtig... Wann habe ich denn mal richtig Angst? Nö, keine Ahnung. Tut mir leid. Honest answer, so. Then I feel guilty for bringing it up. Nein, cool. Sag, nein, Mann. Do you hate talking about it? Nein, Mann. It depends. Not really. Nein, Mann. Kannst du mir gerne alles erzählen, so. Ich bin für dich da, Bro. Not really. Cool. I need to talk about my fears. Ja, gerne. Ich habe immer ein offenes Ohr für meine Homies. Otherwise, I lose my ability to stay composed. Are you like that at all? Composed. Was meint sie damit? Ausgeglichen oder was meint sie? Wartet kurz, Jungs, ich google. Composed. Zusammengesetzt. Gelassen. Ja, ja, okay. Was hatte ich denn jetzt übersetzt? Ist auch egal. Are you like that at all? Meine... Ja, Muss ich darüber reden? Not really, eigentlich nicht. Nö. It sucks. Makes everyone think you're a pussy. That's why I write it like I do. So they can't feel why it's scary. Otherwise, it's just a list of shit that freaks me out. Okay. So, what is your greatest fear right now? The book, the tour, deine Mama, Ino. Ja, das geht mir eigentlich alles am Arsch vorbei. So, das Buch, das wird schon, ja. Ich habe ja richtig tolle Kapitel zum Thema Saufen geschrieben. Die Tour macht ja Spaß. Da habe ich keine Bedenken. Die soll ja Spaß machen. Ja, Ino ist mir egal. Von dem trenne ich mich sowieso. Hab was Besseres verdient. Ja, dann schon das hier. Obwohl mir das auch scheißegal ist. Aber da wurde ich ja sogar zur Polizei vorher geschleppt. Also das hier. Wow, is that serious? I thought this was some grudge thing. Didn't realize you were like afraid. Bin ich auch nicht, aber ich muss hier irgendwas auswählen. You probably don't need to be fucking with ghosts right now. Maybe we should just turn in early. We can sneak out early in the morning. Okay. Ja nun? Ich hab einen Black Screen. So, jetzt wartet das FBI schon auf uns. Well, that was an interesting night. I wonder where Alexa ran off to. Oh Gott, die hat uns verarscht. Die hat uns mit 20 Kilo Koks zurückgelassen und hat die Bullen gerufen. Schnell weg hier. Oh, vielleicht hat sie sich ja umgebracht. Ich hoffe nicht. Ich meine, ich war ja für sie da, so. Oder nicht? Habe ich doch gut gemacht, oder nicht, Freunde? Ich habe jetzt keinen Bock auf den Freizeitpark. Ich habe aber Bock auf ein Bier. Wie immer halt. Ja. Die Musik klingt gerade irgendwie komisch. Was geht denn jetzt ab?
Was ist passiert? Ach scheiße, ich hab die Uhr schon wieder nicht angemacht. Okay, passt schon. Damit die Parts nicht zu lange werden, Freunde. Okay, ja, ich guck mal im Bus nach, wo die alle Trantüte ist. Ja, was soll zu die Aktion? Hey, glad to see you made it out of the Kingston house, okay. Sorry, I snuck out without you. Without you, really needed to take a walk and think about some things. All that talk about our fears that night gave me a lot of to think about. Just needed some alone time. Kein Ding. Thanks for doing that with me. Kein Problem. Alter, ich mag die. Ich verlieb mich. Ich mag introvertierte Frauen. Scheiße. Ich mag diepe Gespräche. Ja, sie ist halt von der Persönlichkeit irgendwie eine dumme Troller. So ein Instagram-Girl. Also sie sieht halt gut aus. Can't understand why I'm not getting more followers. Siehst du, this trip when every photo of me has been on point. Oh Mann. Genieß mal dein Leben, du alte Trantüte. So, ich esse erstmal was. Und zwar die Leftovers. Mmh, lecker schmecker. Mmh, delicious, ja. Und dann noch was Gesundes hinterher. Grapes. Geiles Ding. Ach, ich habe keine Grapes mehr. Scheiße. Keine Trauben. Hör mal auf mit dem Denglisch hier. So, check Miro. Ja, immer noch. Gross, my skin's breaking out. Ja, dann scheiß drauf jetzt. Wir wollten eh nochmal pumpen gehen. Aber erstmal schreibe ich an dem Buch. So. I've got to put in a really good effort. Do I want to... Yeah, it's time. Kapitel 11. Ich habe keine Ahnung, was das letzte Kapitel war. Kann ich das so nachgucken? Ach, scheiße. Das hätte ich mal vormachen sollen. Ich glaube, die beiden, also Goldfisch Goldi und Hase Hubert haben Bierpong gespielt und Hase Hubert hat gewonnen. Goldi macht Entzug. Ja, von Alkohol. Goldi macht Entzug. So. Sehr schön. Ich schreibe direkt noch ein Kapitel. Incredibly tired, but I have to keep writing. Do I write better or worse when I'm tired? Keep writing. Write the chapter. So, Goldi ist in den Zug. Scheiß drauf. 3 Liter Bier. Nee. Warte. Jo. Jolo. Goldi trinkt 3 Liter Bier. So. Sehr schön. So, jetzt kann sie eh nicht mehr schreiben. My brain can't process anything anymore. Bad time. Ja. Ah, vorgehen wir noch pumpen. Ne? Ja. Wo war nochmal das Gym? Ah, der Beat ist geil, ey. Oh, Freestyle, nee, Spaß. Ja, wo muss ich denn hin? Ah, der Mauszeiger ist auch mitten im Bildschirm. Gut gemacht, Erdi. So, ohne zu gucken über die Straße, ist ja klar. Hier, Fitness. Das sieht gut aus. Jetzt wird gepumpt. Ja, lass mich rein, ey. How it's going? Did you need to buy a swimsuit or some gym clothes? No, thanks. Gotcha. If you need passes or membership, talk to my associate. So, brauche ich jetzt... Ja, mach ich halt gleich im Swimsuit. Hey there, can I help you with something? Membership. Yeah, sure thing. We sell month-long passes for... I can sign up for that. Claro, great, welcome. I just need your bank card for 1 second. Okay, and let me print your card. Now this membership's good for you and a friend. You're free to use all of your facilities. That includes jump training sessions with a coach in the weight room. Also, the toilets and the change rooms are not extra charge.
Take as many as you like. Nehme ich alle mit nach Hause. Just, da kann ich da das Handtuch werfen, wenn ich mein Buch schreibe. Just swipe your card at the gate at your change rooms and first down the hall. If you need some gear, you can talk to my associate. We've got plenty of swimsuits and gym clothes. If you have any other questions, come to see me. Have a great workout. Danke. Jetzt wird gepumpt. Ich ziehe mir erstmal meinen Schwimmanzug an. Shall I change into my swimsuit? Get dressed. Dazu brauche ich nicht in die Umkleide gehen. Go full beast mode. Ja, das sieht doch cool aus. Ist doors locked? Was? Verdammt, ich will in den beast mode. Ich bin bereit für mein Ziel. Okay, dann wird halt gepumpt. Ja, Wahnsinn, stehen hier viele Sachen. Ja, erstmal Bank drücken. I don't want to get my clothes all sweaty. I should change. Hä? Du hast doch einen Schwimmanzug an, du olle Trantüte. Ja, dann kaufe ich halt doch so einen Trainingsanzug. Ich will jetzt pumpen. Mann, ey. Wieder nur am Ausreden suchen, ne? Willst nicht trainieren. Ja, gib mir jetzt Gym Closes. So, hier. Ja. Gym Closes. No problem. Let me just swipe your card. Here's your new gym clothes. Have a good workout. $85, ey. Bin ich Krösus oder was? Shall I change into my gym clothes? Get dressed. Ja, das sind dieselben, ey, die ich sonst auch hab. Ja, voll für den Arsch jetzt. Ja, los, lauf jetzt. Ich hab nicht ewig Zeit. Wir sind hier, um Sport zu machen, um nicht um spazieren zu gehen. So, erstmal Eiweißshake. I wonder how many I can do. Ja. Eins kannst du noch trinken. Vom Training immer ein Bier, merkt euch das. Dann seid ihr heiß. Alright, time to do some squados. Was? Nein. I'm gonna jump up to my squados. Ja, dann macht doch jetzt. Was ist denn das hier? Du sollst pumpen. Ja, was geht ab? Wow, 10 Squados, a new personal record. Mann, ist die unsportlich. Tja, dann machen wir erstmal hier noch weiter. Solar gives the flex, reply try. Ja. What tension should I set at all? Ja, medium. Ja, 12 Wiederholungen, ne? Ja, komm jetzt. Ja, ey, das ist eine Trantüte. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, hallo, ich kann nicht runter. Ja, witzig, du Spiel. Hallo. Ich will da runter. Ja, ist doch scheiße jetzt, ey. Das geht jetzt schon wieder ab, ey. Verdammt, der Kacke. Dann mach ich halt noch mehr, bis die kotzt, ey. Ist mir doch jetzt egal, ey. Ja, mach jetzt. Wie viele Wiederholungen willst du machen hier? Ja, haben wir es dann bald. Ja, was geht denn jetzt ab? Oh, Leute. Ich kann gleich ein, ey. Ja, hallo. Ich kann nicht runter. Was ist denn das für eine Scheiße? Und die macht 100 Wiederholungen. Was geht denn ab, ey? Was ist mit der los jetzt? Ist die Tim Wiese geworden oder was? Ja, was geht ab jetzt? Hallo. Spiel. Ich will nicht mehr pumpen. Ja, kann doch wieder nicht sein hier. Hallo. Bist du bescheuert oder was? Ja, ich drück jetzt halt einfach gedrückt jetzt. Ja,
Ja, was geht denn jetzt ab? Dann muss ich Escape drücken. Ja, sechs. Ja, toll, Escape. That's your new personal best. Giving up now. Ja, absolut. 46 Wiederholungen. Ich glaube, ich spinne ein bisschen. Ja, kann ich da was machen? Das ist eine Bank. Ich dachte, ist zum Sit-Ups machen. Ja, wir haben genug gepumpt. Passt schon. Gibt's ja was Shakes. Sandwich. Ja, paar Proteinchen. Was gibt's hier? Dasselbe nochmal. Toll. So. Tschüss, Leute. Das war ein schönes Pumpen bei McFit heute. Ganz toll. Bin begeistert. Ah, ne, hier lang. Der Freizeitpark hat rund um die Uhr geöffnet. Coole Sache. Und dann geht's ab ins Bettchen, würde ich sagen. Ja. Bisschen Schlaf habe ich mir verdient. So. Ja, ihr macht auch jeden Abend dasselbe, ne? Warte, ich esse erstmal noch ein Sandwich. Wo ist es denn? Hier. Ja, hast du es jetzt gegessen oder nicht? Ne, hat sie nicht. Was ist denn das jetzt? Kann es nicht essen. Geil, ich geh jetzt eh pennen, ne? Die können mich alle mal. Ja, los geht's. Na, mein Tier ist fast alle. Ah. Die Musik klingt wie von einem Horrorfilm. Stinky Gymwear, perfekt. Ich hab's noch nie gewaschen. So. Nein. Nein, hier wird nichts weggeschmissen. Es wird alles wiederverwertet. Ja, get dressed. So, wir schreiben erstmal, nachdem wir unser Morgenbierchen getrunken haben. Sehr schön. Da mal ran an den Schreibtisch. I need to focus on this. Do I want to spend the rest of the day writing? It's time. Weil, Alter, schon 13 Kapitel. Das ist ein Workaholic hier. Ich habe nur Trash geschrieben. Okay, also das letzte Kapitel war YOLO, Goldie trinkt 3 Liter Bier. Dieses wird... Goldie fordert Hubert heraus. Genau. Geht's in die zweite Runde? So, mehr. Ja. Keep writing. What's the title of chapter 14? Hubert und Goldie trinken. Trinken. Saufen. Faxe. So, schön. Legendäres Buch. I'm done. I can't even keep my eyes open. Okay. Dann hast du dir erstmal ein Bierchen verdient. Ja, ja, du passt schon nicht out heute. Das war das letzte Bierchen, versprochen. So. Kann ich jetzt mein Sandwich mal essen? Wovor habe ich denn das sonst gekauft? Es geht eiskalt nicht. Ja, super. Toll. Esse ich halt wieder Leftovers. Mir doch egal hier. Take all. So. Wo sind denn die Leftovers? Hier. Mann, schmatzt die. Wie ein Tier, ey. I don't think I could eat another bite. Okay.
was gucken die heute? On days like these, there really isn't anything else to do, except write some maybe. Ja, wir haben schon geschrieben. Trisha, was geht ab? There's not enough room in the storage compartments for all my bags. It sucks. Oh man, die ist nur am Meckern, ey. Now I've got to sleep with an extra suitcase on my bed. Och nein, armes Tüdi. Ich rede mit ihr. Entschuldigung, sie ist jetzt meine neue Traumfrau. There's been so many nice vintage stores on this tour, but my suitcase can carry much more. I'm seriously contemplating tossing some old stuff. Okay. Busfahrer, Hermes, was geht ab? Next stop, Gator Bay. Okay. Ja, spannend hier. Ja, ich kann eh nichts kochen, weil niemand abwäscht. Vielleicht ist mein Skin ja jetzt besser. Ich war ja beim Sport machen. Ne. Ja. Gehen wir nochmal auf stille Örtchen. Schön. Ohne Hände waschen. Ich infiziere alle mit Corona. Ist eh klar. So. Und dann ab ins Bett. Und dann würde ich sagen, war es das für dieses Video? Ist hier überhaupt was passiert? Ja, ich würde schon sagen, dass es für dieses Video das war. Ich bedanke mich, RDLP, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder mit mehr Action. Bis dann.